So, da bin ich wieder 6 Minuten später laut Meatballzeit. Musik habe ich auf Pause gestellt, das heißt, ich mache sie an. Zack. Kurz mal in die Aufnahme reingehört. Es war gut. Ja, das heißt gut, also. Man hat die Musik leise im Hintergrund gehört. Das ist in Ordnung, finde ich. So, bei Facebook hat keiner geschrieben, beziehungsweise keine. Das war geil. Naja. Ich hoffe, dass ich bis morgen eine Antwort habe, das wäre nämlich echt mal Hammer, dass ich einmal im Leben Glück habe. Dann hat es sich sogar gelohnt, so lange darauf zu warten. Wie lange habe ich auf diesen Moment dann gewartet? Überlegen, seit der 6. Klasse, ich bin jetzt in der... Also in meinem 13. Schuljahr, ja, haben sich hier 7 Jahre warten gelohnt. Scheiße, ich dachte, ich bin zu tot. So, jetzt möchte ich die Musik mehr kurz lauter machen, weil die ist einfach geil. Ich hoffe, man hört es jetzt. Hört es euch an, ich bin mal kurz ruhig. Ja, das war's leider schon. Ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Jetzt geht's weiter mit Seize the Day von DJ Carpe Diem. Und das Lied höre ich seit Tagen auf meinem iPod praktisch nonstop, weil... Achtet auf den Songtext. Es ist einfach nur episch. Weil es trifft nämlich genau auf das zu, was ich gerade mache. Mit Person XY. Und ich starte das Lied nochmal neu. Ich möchte es mal ein bisschen lauter durchlaufen lassen, die ersten 2 Minuten. Weil die geil sind. Also viel Spaß. Keine Ahnung. If you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you catch it? Just let it slip. Everything you ever wanted. One moment, did you capture it?
everything you ever wanted. So, jetzt mache ich mich ein bisschen leiser. Ja, ich weiß nicht, der Songtext ist einfach mal zu geil. Wenn man es übersetzen würde, wahrscheinlich. Moment, jetzt habe ich den Text gar nicht mehr im Kopf. Das ist natürlich sehr peinlich, nachdem ich das Lied jetzt ein paar Tage am Stück gehört habe. Beim Bahnfahren. Also aus Fenster gucken und nachdenken. Naja, irgendwie so, wenn du eine Chance hättest in deinem Leben, eine Möglichkeit, all das zu erreichen, was du schon mal wolltest, wirst du sie nutzen oder einfach verschwinden lassen? Ist, wie ich finde, sehr weise. Ich habe bis jetzt immer so gemacht, dass ich die Chance verschwinden lassen habe. Jetzt will ich die eine Chance nutzen. Keine Ahnung, perfektes Ding einfach. DJ Kave DM kann man nur weiterempfehlen. Der macht ansonsten auch noch geile Tracks, also. Schaut mal vorbei, er hat einen YouTube-Channel. Kave DM, übrigens K-A-R-P-E und dann DM wie Deutsche Mark. Nicht so, wie man Kave DM normalerweise schreibt. Wobei er Seize the Day auch heißt nutzt den Tag. Wow, 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 so weit waren wir noch nie. Scheiße, da oben haben wir aber schon den Fleischjungen gesehen. Ja, und da fehlt mir einfach die Erfahrung mit den kleinen Sägen. Die wurden nicht so oft benutzt im Spiel. Das erste Mal in Welt 5. Danach glaube ich gar nicht mehr. Fiese Sache. Aber in der, das ist einfach mal die geilste Stelle im Song, ey. Neben dem Text. Muss ich mir mal cutten, dass ich das 10 Minuten am Stück habe. Das geht ja mal voll ab dann. Jetzt werde ich mir voll langsam hier. 31 Sekunden, das geht 4 Sekunden schneller mit dem Warten. Naja, gut, wir sterben so oder so. Ich überlege, dass ich letztens bei 20 Minuten Aufnahme schon keinen Bock mehr auf das Spiel hatte. Jetzt seit 40 Minuten an einem Level hängen und trotzdem noch motiviert bin wie Sau. Frauen haben schon Wirkung. Naja. Motivation. So, jetzt mal wieder bei diesem Pistteil. Ja, springen sollte man schon. Gucken, was jetzt für ein Lied kommt als nächstes. Hoffentlich was Cooles. Haha. Ja, es ist alles cool, ich hab extra nur Lieder der Ränge gemacht. Die Playlist, würde ich auch sagen, die gefallen auch Leuten bestimmt, die keine Hardstyle haben. Es gibt ja mehr diese dunkleren Lieder und diese normaleren, das sind eher die normalen, finde ich. Ja, das war knapp. So, was kommt jetzt für ein Lied? Kann ich jetzt so noch nichts mit anfangen? Oh, das ist ja auch erst ein Ton. Dreck. Könnten wir jetzt nicht mal andersrum machen, das Level, dass man mit den kleinen Sägen anfängt? Ah, Fear of Darkness. Oder? 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 Nein, Reloaded Part 2 von den Headhunters. Ist aber mehr so ein Zusammenschnitt aus
Fear of Darkness und End of My Existence. Auch von Headhunters. Scheiße. Ja, wenn ihr halt auch mal so ein bisschen in Hardstyle reinhören wollt.